Hier haben wir ein interessantes Dreieck. Es besteht aus A, B, C, D, also vier Teilen. So, die sind hier in so einem schwarzen Rahmen drin. Jetzt schütte ich das Ganze aus und tue es mal ein bisschen anders sortieren. Und hoppla, da ist ein Teil übrig. So ein Loch auf einmal. Ja, wo kommt das denn her? Naja, das sieht man eigentlich sehr gut, wenn man sich das näher betrachtet. Jetzt sitzt es eigentlich ziemlich passgenau in dem Rahmen drin. Und jetzt basteln wir das nochmal ein bisschen anders. Also, hier ist A. B machen wir hier oben hin, so wie vorher. Jetzt scheint es zu passen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, hier passt mein Fingernagel rein. Hier habe ich auf einmal eine ziemlich große Lücke. Ich weiß nicht, ob man das so genau sieht. Hier vorne passt es eigentlich relativ gut. So sieht man es eigentlich recht schön. Und hier habe ich auf einmal eine Lücke. Also hier vorne passt es. Hier ist eine große Lücke und hier hinten passt es wieder. Ja, und diese Stückchen hier, das ist tatsächlich das Quadrat von eben. Und so funktioniert dieses Dreieck oder ja, diese Spielerei.